Hey Leute, mal wieder herzlich willkommen bei Schwimmpaddel. Heute mit dem Thema Umzug mit einem Aquarium. Viel Spaß! Ja, heute soll es mal um das Thema gehen, wie ziehe ich mit einem Aquarium um? Ja, manchmal sucht man sich's nicht raus, manchmal möchte man es auch so und man zieht um. Andere Wohnung, anderes Haus, andere Ortschaft, vielleicht auch anderes Land. Das kann mit Aquarien doch schon durchaus ein bisschen komplizierter sein, als vielleicht einfach nur eine Kommode von A nach B zu bringen. Und ja, da wollte ich euch heute mal so ein paar Tipps vielleicht auch an die Hand geben. Ich habe vor 10 Jahren Umzug hinter mir mit damals 3 Aquarien. Kann auch so ein bisschen Resümee geben, was ich vielleicht damals meines Erachtens falsch gemacht habe, was vielleicht auch richtig war, was ich auch wieder so machen würde. Das wollte ich euch heute mal so als Feedback geben. Es kamen hier und da in letzter Zeit auch mal Anfragen, wirklich mit der Frage, Nils, ich muss jetzt in nächster Zeit umziehen, hast du vielleicht einen Tipp, wie ich das mit dem Aquarium managen kann? Das soll das Video dazu sein. Ja, erstmal grundlegend natürlich die Aussage, umso kleiner das Aquarium, umso weniger Probleme im Normalfall, was den Transport angeht. Also ich muss sagen, damals sind wir mit einem 180-Liter-Becken, das war der Vorgänger von dem hier, mit einem 60-Liter-Cube von Denale und mit einem 30-Liter-Cube von Denale, umgezogen. Und ich habe das bei allen 3 Becken eigentlich relativ gleich gehandelt. 180-Liter-Becken, also generell, ich habe die Becken erstmal ready gemacht. Sprich, ich habe geguckt, dass die Fische als auch die Garnelen, damals hatte ich noch mehr Fische als Verhältnis zu Garnelen, dass ich die Ernährung eine Woche vorm Umzug ein bisschen runtergefahren habe. Hatte für mich damals einfach nur den gedanklichen Sinn und Zweck, weniger Kot im Wasser, weniger Futterreste im Wasser, weniger Wasserbelastung während des Transports. Punkt, 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 weil ich das Ganze so gelöst habe, dass ich den Wasserstand sehr stark reduziert habe. Also ich sag mal, wenn wir es so im Verhältnis jetzt wie hier bei dem 250er sehen, da haben wir jetzt ja ungefähr, lasst es mal 6-7 cm Kieslinie sein und dann nochmal knapp, ich glaube 45 cm hat das Ding insgesamt, das ist die Wasserlinie dementsprechend. Ich hatte damals das Ganze so weit runtergelassen, dass ich weniger als 10 cm Wasserlinie, es wären am Ende wahrscheinlich 7-8 cm Wasserlinie gewesen sein, runtergelassen habe beim großen Fischaquarium. Und dort bin ich hergegangen und habe die Fische rausgefangen, als auch die Schnecken und die Garnelen, die sich halt gezeigt haben, die versteckt waren, waren halt dann versteckt. Das habe ich hauptsächlich aus dem Grund gemacht, da Fische doch schon auch ein bisschen hektischer sein können im Transport, auch ein bisschen schnelleren Stoffwechsel durchaus als Wirbellose haben und mir das einfach sicherer war, da die dann nicht am Ende irgendwo hektisch rumspringen im Becken. Sprich, Wasser so weit abgelassen, wie es ging erstmal, Fische rausgefangen. Und dann habe ich das Wasser noch weiter abgelassen. Ich habe für mich eine kleine Schutzschicht gelassen, dass ich gesagt habe, okay, gut, wenn ich vielleicht damals von den 3-4 Amanos ein paar übersehen habe, dass die unten noch eine kleine Wasserlinie haben am Schluss, das waren nicht mal mehr 2 Daumen breit, wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Guckt während des starken Ablassens des Wassers, dass natürlich wie jetzt hier in so einem dicken Pflanzensetup mit irgendwo Garnelen, Schnecken oder Fische noch irgendwo zwischen den Pflanzen hängen, sprich Schlauch rein, am besten einhängen und dann mit Augen ins Becken gucken, okay, ist da hinten alles okay, vielleicht mal so ein bisschen die Pflanzenpracht zur Seite halten, mal auseinanderziehen, mal gucken, ist da irgendwo noch einer. Die habe ich dann wiederum in den Eimer mit Deckel gesetzt, Wasserstand so ungefähr, ja, wie beim Transportbeutel, so circa zwischen Drittel bis Hälfte ungefähr, Deckel drauf, ins Auto, fertig. Man muss auch hier jetzt in dem Beispiel dazu sagen, wir sind ungefähr autofahrtechnisch so, lasst es mal eine Dreiviertelstunde, so 45 Minuten circa, vom anderen Ort weggezogen. Natürlich muss man immer die Relation sehen. Wenn man jetzt natürlich sagt, ihr zieht, keine Ahnung, vom tiefsten Bayern nach Nordspitze Dänemark, dann ist das nicht nur ein paar Stunden Transport, sondern das ist ein paar Stunden Transport. Hierbei solltet ihr eventuell auch gucken, dass ihr eine mobile Membranpumpe euch organisiert. Was den Fischen bzw. den Bewohnern des Beckens hauptsächlich während des Transports ein Problem werden kann, ist weder Thema Ernährung, weil die kommen auch zur Not mal ein paar Tage ohne Futter klar, noch ist Thema, dass es jetzt zu starke Temperaturschwankungen gibt. Es ist häufig einfach das Problem, dass sie unter Sauerstoffmangel leiden. Es gibt batteriebetriebene Membranpumpen, kosten auch nicht viel. Ich sag mal, im nötigsten Fall, wenn ihr die Zeit habt, kauft sie euch irgendwo im China-Versand, ansonsten beim Händler eures Vertrauens.
Die günstigsten, die ich mal so gesehen habe, die lagen so bei 15 bis 20 €. Da packt ihr je nach Modell so meistens 3 AA-Batterien rein. Das Ding, das läuft euch fast 24 Stunden. Da habt ihr kein Problem mit. Das ist wenigstens etwas. Ihr pumpt Sauerstoff in den Eimer rein. Die Fische haben was davon. Das Wasser wird auch ein bisschen zirkuliert, steht nicht so ab mit der Zeit. Es ist schon eine große Hilfe, kann man wirklich sagen. Aber wie gesagt, hätte ich jetzt eher für längere Transporte genommen. Bei mir war es unter eine Stunde, da habe ich mir gesagt, okay, im Normalfall, wenn man weiter mal zu einem Züchter oder was fährt und holt sich welche im Transportbeutel, ist man manchmal auch 2, 3 Stunden unterwegs. Ja, dann natürlich unverblümtes zu sagen, ein großes Aquarium ist scheiße zu tragen. Also das 180er ging noch zu zweit, zwar mit Kies drin und allem drum und dran und Steinen, wobei ich die ganz großen Steine sogar dann zum Schluss noch rausgenommen habe. Es ist ein Erlebnis. Ich glaube, unter meinen Abonnenten werden vielleicht auch einige sein, die Umzug schon hinter sich haben. Vielleicht auch mit einem 300 oder 400 Liter Becken. Die wissen, von was ich rede. Du gehst mit dem Ding um wie ein rohes Ei. Man muss immer so sehen: Klar, es ist ein Glaskasten. Du kannst das Ding im Prinzip tragen mit zwei Leuten wie eine Kommode. Aber du hast immer den Gedanken: Das Ding ist aus Glas. Du hast Kies drin. Du hast Steine drin. Guck, dass da nichts rutscht, dass es nicht zu unsanft behandelt wird. Natürlich auch gucken während des Transports, dass das Ganze dementsprechend sauber gesichert ist. Wir hatten die Möglichkeit, das in einen Anhänger zu packen, haben praktisch eine dicke Decke unten drunter, das Glasbecken aufgestellt und nach hinten und vorne hin abgesichert mit Kartons und dann nochmal sachte mit Spanngurten verzurrt. Nicht auf Teufel komm raus, auf Press ziehen, irgendwann platzt euch das Becken, das ist ein Riesenproblem. Muss man aber auch sagen, wird keinen Unterschied machen, ob es leer ist, zumindest für den Transportweg. Fürs Tragen und zwischendrin, die sicherste Variante wäre es natürlich, das Becken leer zu machen. Wobei man dann auch zum einen einen viel höheren Aufwand hat. Ihr müsst praktisch das Becken, wenn ihr es dann wohin gebracht habt, wieder komplett rescapen, wieder aufbauen. Als auch, dass es wirklich dazu kommen kann, wenn ihr auch im kompletten Bodengrund alles nochmal rauspumpt, dass ihr einen Nitritpeak bekommt, weil die Bakterien irgendwie dann durcheinander sind. Deswegen war mir diese Variante wirklich sicherer. Bei den Cubes gestaltet sich das deutlich, deutlich einfacher. Also da würde ich auch wirklich sagen, das würde ich zu 110% nochmal genauso machen. In dem einen Cube, lasst mich nicht lügen, ich glaube im 60er Cube damals waren nur Sulawesi-Schnecken, also verschiedene Tillomania-Arten und ich glaube Weihschnecken, wenn ich mich recht erinnere. Und in dem kleinen 30er Cube waren Red-Fire-Garnelen und auch ein paar Schnecken. Relativ simpel, Wasserstand bis auf 5 cm Wasserlinie runtergelassen, also 5 cm Wasserlinie oberhalb vom Kies. Logischerweise geguckt, bei einem Sulawesi-Becken damals hatte ich so ein bisschen einen Bergaufbau geguckt, okay, dass du alle Schnecken runterholst von dem Bergaufbau, dass sie im Wasserbereich sind. Tylos klettern auch mal über die Wasserlinie. Das obliegt ihnen dann aber selbst, ob sie das machen möchten oder nicht. Ich wollte keine da oben irgendwie liegen haben, dass sie mir dann während dem Transport irgendwie eintrocknet oder Schaden nimmt. Die Becken habe ich runtergelassen und so blöd wie es klingt, habe ich auf die Rückbank ins Auto gepackt, Kolder, also eine Decke unten drunter gepackt, sogar damals noch einen Anschnallgurt drumherum gemacht. Fertig, das war's. Klar, ich habe oben nochmal eine Decke drüber, dass es dunkel ist. Weniger Stress für die Tiere, hätte ich fast vergessen zu sagen. Guckt, dass ihr alles abdeckt. Umso weniger Licht, umso weniger Stress für die Tiere. Das Ganze abgedeckt, auf die Rückbank, Gurt drum, hierher gefahren, hingestellt, aufgefüllt. Strom dran, lief. Kein Problem. Was ich auch häufig gefragt wurde, spezifisch aufs Thema Umzug, ob ich das Wasser mitnehme. Also, um es klar und deutlich zu sagen, nein. Jetzt in dem Fall bespielt von dem 180-Liter-Becken. Ich habe das Wasser mitgenommen, logischerweise, wo die Fische drin waren und das, was halt im Becken schon war. Ansonsten habe ich komplett mit Frischwasser hier am neuen Umzugsort aufgefüllt. Wichtig für euch. Guckt, ob die Wasserwerte halbwegs übereinander einstimmen. Wenn ihr Riesenschwankungen dazwischen habt, solltet ihr gucken, dass ihr das Ganze entweder ein bisschen angleicht oder so blöd wie es klingt, vielleicht schon mal vom anderen Ort 2, 3 Kanister holt und macht damit einen Wasserwechsel in eurer alten Wohnung, dass ihr einfach so einen langsamen Angleich habt. Natürlich muss das neue Wasser auch zu den Verhältnissen passen, wie es eure Tiere haben möchten. Also, ich sag mal jetzt blöd, ihr habt ein Sulawesi, ach nicht Sulawesi, doch ein Sulawesi-Becken. Mit einem pH-Wert von, keine Ahnung, jetzt mal als Beispiel 8,2. Das kommt bei euch mit 8,0 aus der Leitung der alten Wohnung und ihr fahrt dann in eine neue Wohnung, wo es mit 6,5 aus der Leitung kommt. Kritisch. Guckt, dass die Wasserwerte passen. Gegebenenfalls Thema Osmoseanlager, verschneiden mit destilliertem Wasser, Regenwasser, Quellwasser, was auch immer.
aber klärt das im Vorhinein ab. Es gibt nichts Beschisseneres, um es auf Deutsch zu sagen, wenn ihr an den neuen Umzugsort fahrt, wechselt das Wasser, euch stirbt auf einmal alles weg, ihr denkt, hä, ich hab doch alles so gut gemacht, wie es ging. Irgendwann kommt er dann mal drauf, die Wasserwerte zu checken von der neuen Wohnung und stellt dann fest, ja, bisschen Chlor hier, bisschen Kupfer da, KH irgendwo bei 25. Guckt das wirklich vorher, das ist ein ganz wichtiger Tipp. Checkt die Wasserwerte im Vorhinein. Ich will jetzt nicht behaupten, nehmt eine Wohnung nicht, weil die Wasserwerte nicht passen, nur dann könnt ihr im Vorhinein schon überlegen, okay, wie arbeite ich damit? Osmoseanlage, anderweitige Wasserversorgung, Regenquellwasser, was auch immer. Ja, ich habe die Becken dann wieder aufgefüllt. Logischerweise bei den Becken, wo ich mit Mineralsalz arbeite, habe ich hier dann dementsprechend, damals hatte ich noch keine Osmoseanlage, da habe ich in den kleinen Becken sogar noch destilliertes Wasser genommen und habe das aufgesalzen. Und ansonsten das große Becken habe ich einfach dann übers Leitungswasser langsam aufgefüllt. Kann nicht schaden, Thema Wasseraufbereiter und sowas noch mit dazu zu geben. Bei vielen heutzutage ist Vitamin B und D-Mix, meine ich, auch mit drin. Das hilft gegen Stress bei Fischen. Und dann halt langsam befüllen. Wenn es eingelaufen ist, Temperatur hat, Besatz wieder rein, jetzt in dem Fall bei den Fischen. Und dann erstmal beobachten, irgendwelche Auffälligkeiten, verhält sich alles normal, alles normal, alles in Ordnung. Ja, um es mal vielleicht kompakt zusammenzufassen, also ich bin zufrieden mit meinem damaligen Umzug. Was ich vielleicht anders gemacht hätte, wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, mal davon abgesehen, kleine Story nebenbei, wir sind damals der Umzug für die Aquarien war wirklich für einen Tag komplett geblockt, also geplant, wo ich ja wirklich gesagt habe, wir so lange werden wir brauchen. Habe mich auch mit meinem Vater damals abgesprochen, weil der einen Fahrdienst mit Anhänger machen musste. Ich habe damals, das war noch Dachgeschosswohnung, so zwei riesengroße, massive MDF-Unterschränke gehabt. Ich glaube, die sind schon gar nicht hier auf dem YouTube-Channel, die sind noch zu alt. Also richtig massive Kästen, weil damals noch so nach Motto Aquarium, schwere Last, viel hilft viel. Ich glaube, ich habe die aus 22 MDF gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Um 9 Uhr morgens habe ich angefangen, die Becken langsam leer zu schaffen und die Tiere rauszufangen. So circa kurz vor 10 bin ich einmal so richtig schön Bettkante-Style mit gefühlt 150 Bar mit dem rechten Fuß gegen so einen Kasten gelaufen. Hat sehr auffällig geknackt. Erst so gedacht, boah, das zwiebelt aber ganz schön. Aber dann wirklich im Fokus gehabt, okay, du hast die Becken leer, du musst jetzt weitermachen, das muss jetzt irgendwie laufen. Becken leer gemacht, so nach und nach so wirklich so gemerkt, so boah, der Fuß, der fühlt sich so matt und taub an. Egal, Fokus auf die Becken, ich wollte es wirklich durchziehen. Also eingeladen, hierher gefahren, ausgeladen, aufgefüllt, Besatz rein. Letztendlich, ich war dann komplett ready, dass alle Becken besetzt waren, alles gepasst haben, alle Tiere happy waren, war es so circa 22 Uhr rum. Also schon ein paar Stunden vergangen. Irgendwann habe ich dann immer noch so gedacht, so, boah, also irgendwie heißt das Gefühl, der Fuß nicht gut und der Schuh sitzt ganz schön eng. Ja, normal schluppe ich immer so aus dem Schuh raus, habe ich nicht hingekriegt, habe ihn komplett aufschnüren müssen. So Nike Sportschuhe waren das, glaube ich, damals angehabt, Schuh ausgezogen. Der Fuß von vorne bis zur Hälfte dunkel-lila. Da es halbwegs erträglich war von den Schmerzen und ich keinen Bock auf Notaufnahme hatte, war man am nächsten Tag dann ins Krankenhaus gefahren zum Röntgen. Zwei Zehen doppelt gebrochen, also ein vierfacher Bruch beim Umzug. Muss man auch mal hinkriegen. Und man muss auch dazu sagen, die Schmerzen waren erst ab dem nächsten Tag beschissen. Wäre jetzt übertrieben zu behaupten, da wäre vielleicht ein bisschen Adrenalin mit reingeflossen, kann auch sein, aber ich war einfach so fokussiert drauf, ich will diese Becken jetzt heute darüber kriegen, das muss funktionieren. Die Tiere müssen rüber, denen muss es gut gehen. Ja, und dann halt mal schnell mit einem vierfachen Bruch einfach die ganze Zeit rumgelaufen. Das würde ich vielleicht nicht mehr so machen. Ja, aber um aufs Thema zurückzukommen, was würde ich anders machen? Also ich glaube wirklich, wenn ich so ein großes Becken nochmal umziehen würde, würde ich es komplett leer machen. Also bei den Cubes würde ich es wirklich 1:1 so machen. Bei den großen, glaube ich, würde ich es wirklich komplett leer machen. Es gibt ja mittlerweile auch sehr, sehr gute Bakterienpräparate. Das sieht heutzutage nochmal ganz anders aus als vor 10 Jahren, wo wir umgezogen sind. Weil das war schon eine heikle Geschichte. Und gerade wenn ich es hier jetzt bei dem Ding mal berechne, das Becken hat, glaube ich, ein Leergewicht von 28 oder 29 Kilo, nur das Glas. Und damals habe ich in meinem Einrichtungsvideo, wenn ich jetzt nicht ganz verkehrt bin, ich glaube 50 Kilo Kies da reingeschafft. 40 oder 50 Kilo. Mit Pflanzen und Steinen dürfte das, wenn ich mal umziehen sollte, was ich nicht glaube mehr,
ein ganz schön massives Ding werden, was es Rumschleppen angeht. Und gerade bei Leuten, die vielleicht dann 300 oder 400 Liter Becken zu Hause haben, kritisch. Kritisch, ja. Würde ich, denke ich, komplett leer machen. Aber bei den Cubes, alles bestens. Würde ich bei allen Cubes, wie sie hier stehen, so machen. Zwei, drei Finger, Daumenlinie runter, Wasser raus, Becken eingepackt, Decke drumrum. Du hast den Tieren nicht mal Stress angemerkt. Bei den Red Fires, ich habe das Becken rausgetragen aus dem Auto, hingestellt, Handtuch weg, Wasser aufgefüllt, Technik dran. Nach einer Stunde, die waren wieder voll ausgefärbt. Wie wenn nichts gewesen wäre. Kein Stress. Guckt auch während des Transports vielleicht, dass ihr ein bisschen euren Fahrstil anpasst. Also bei uns jetzt durch diese 40-50-Minuten-Strecke konnte man gucken, okay, man fährt ein bisschen langsamer, ein bisschen sachter in die Kurve. Ist mir klar, wenn einer jetzt in dem Fallbeispiel von Bayern nach Dänemark zieht, dass er nicht durchgehend mit 60 oder 70 da hochfährt. Nur guckt, dass ihr vorsichtig fahrt. Überlegt immer, ihr habt schwappendes Wasser in dem Moment in eurem Becken sitzen. Und was schwappt mit dem Wasser mit? Natürlich die Becken. Man sieht es stellenweise schon bei Wirbellosen, die per Post dann verschickt werden oder halt keinem spezifischen Tiertransporteur, dass das Gefühl, die sind einmal durch den Mixer geraten, da während dem Transport. Steckt man ja auch nicht ganz drin. Ja, das soll es so komplett zum Thema Umzug und meine Erfahrungen dazu gewesen sein. Rückenliegend zu sagen, passt auf eure Füße auf. Nee, also ich denke. So mit meinem Leitfaden, denke ich mal, kann ich einigen helfen. Falls unter euch welche mit dabei sind, die auch einen Umzug mit dem Aquarium haben, die es vielleicht ganz anders gemacht haben oder sagen, okay, ich hätte es auch so gemacht oder ich habe es so gemacht, gerne unten reinschreiben. Wir leben von unserem gegenseitigen Wissen. Wenn jemand eine andere Variante hat, die auch sehr gut funktioniert hat, gerne unten reinschreiben. So oft zieht man normal im Leben nicht um. Also ich kann jetzt nur von einmal reden. Ja, ansonsten hoffe ich, dass das Video da einigen hilft. Falls euch das Video in der Form gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, vergesst das Abo nicht, aktiviert die Glocke, Leute, und wie immer, schönen Sonntag noch, ciao, bis dann.